Good morning in the morning. Guckt euch dieses verdammte graue Wetter an. Ich hatte Pläne für heute. Diese fallen buchstäblich ins Wasser. Also da, wo im Dezember oder Januar manchmal Leute gesagt haben, oh, das graue Wetter, ich kann nicht mehr, schlägt mir so aufs Gemüt, das habe ich jetzt. Jetzt. Im Februar, in den Winterferien. Und ich mag nicht mehr. Ich hätte gern, Sonne wäre schön. Nicht jeden Tag Regen, wäre noch besser. Danke. So, ich werde mich jetzt hier einmal weiter an mein aktuelles Projekt setzen. Und so habe ich so eine ganz normale Holzbox, habe ich die geholt bei Teddy und wollte die so in Pastellfarben anstreichen. Das habe ich schon. Ich muss noch den Innenraum heute machen und die zwei Seiten. Ich war in letzter Zeit sehr kreativ und habe viel gemacht. Das kann ich euch eigentlich gleich mal zeigen. Das ist nichts künstlerisch Anspruchsvolles. Es geht einfach nur um Spaß bei der Sache und meine Kreativität. Das habe ich jetzt gemacht. Das habe ich gemacht. Und das hier habe ich gemacht. Und außerdem die drei hier oben, die in meinem Schlafzimmer stehen. So, jetzt haben wir erstmal noch ein bisschen Haushalt. Ich muss die Bettwäsche von allen wechseln. Und wie man hört, sind wir erkältet. Das kleine Kind hat angefangen. Ich und das große Kind uns angesteckt und das große Kind hat es auch noch blöderweise am härtesten getroffen. Ja, wie man sich Ferien halt so vorstellt. So, wir müssen jetzt hier so Tippeltappeltour ganz viele Sachen erledigen. Wir haben 4 Anlaufstellen. Das habe ich ja im normalen Alltag auch, ne? Aber dann verbinde ich das mit dem und das mit dem und dann mache ich hier ein bisschen, da ein bisschen. Jetzt muss ich das alles nacheinander mit den Kindern machen. Das ist anstrengend. Ich verstehe auch, dass sie das doof finden. Aber wenn die halt zu Hause sind in den Ferien, muss es halt so gemacht werden. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal ein paar Dinge erledigen, bevor ich die Kinder dann bei meiner Mutter abgebe, weil ich einen wichtigen Termin habe. Dazu dann aber später mehr. So, also kurz bevor ich jetzt zu meinem Termin gestartet bin, habe ich noch einen Anruf bekommen, der richtig scheiße war. Wir haben die Absage für eine Sache bekommen, wo wir seit 2 Jahren auf der Warteliste stehen. Und ich habe für diese Sache auch keinen Plan B aktuell. Jetzt habe ich gerade schon noch ein paar Nachrichten rausgeschickt an Leute, die vielleicht noch Ideen haben könnten, die uns helfen könnten. Ansonsten weiß ich schon, dass ich morgen nochmal eine Beratungsstelle zu dem Thema anrufen kann. Die haben aber erst morgen Sprechzeiten. Und das haut mich gerade so richtig raus, weil ich eigentlich fest damit gerechnet habe. Ich hatte wirklich da große Hoffnung und hatte so im Kopf dieses, okay, darum musst du dich nicht mehr kümmern, das wird schon klappen. Du stehst da seit 2 Jahren auf der Warteliste, das wird schon klappen. Und jetzt hat es nicht geklappt. Ich muss jetzt aber ein bisschen den Kopf frei bekommen, weil ich gerade einen unglaublich wichtigen Termin habe. Und deswegen vlogge ich auch heute, weil das so zu meinem Thema für dieses Jahr passt. Ich hatte das im allerersten Vlog von diesem Jahr gesagt, dass mein großes Wort für dieses Jahr Freiheit ist. Und dafür habe ich jetzt gleich einen ganz wichtigen Termin, um einfach mal auszuloten, wie weit ich das ausdehnen kann, was meine Möglichkeiten sind, was ich dafür tun kann. Und das ist nicht immer schön, diese Wege will man vielleicht nicht immer gehen. Man hat vielleicht auch Angst davor, ne, dass so sich da in dem Bereich so auszudehnen und da aus seiner Komfortzone zu gehen. Aber Leute in meinem Umfeld haben mich gepusht und ich mich selber auch. Deswegen habe ich jetzt diesen Termin und bin da sehr zuversichtlich, mich da einfach mal beraten zu lassen und mal zu gucken, was da so alles möglich ist. Nach dem Termin will ich euch unbedingt noch was erzählen, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe. Auch im Hinblick auf diesen Termin, was mir wahnsinnig geholfen und gut getan hat. Dazu aber dann später. Ich gehe jetzt erstmal rein. So, über eine Stunde später. Moa. War aber ein sehr gutes Gespräch. Und hat mir Hoffnung gemacht, dass die Freiheit, die ich mir in diesem Bereich wünsche, möglich und in greifbarer Nähe ist. Und deswegen so heute von mir mal dieses, ey, versucht's einfach. Wenn da irgendwas ist und ihr sagt, ich möchte dieses oder jenes machen, es gibt immer irgendjemand, der euch dazu beraten kann. Ein Fachmann dazu. Und dann fragt einfach und dann guckt einfach und dann könnt ihr immer noch entscheiden. Auch so zum Thema Entscheidung treffen, weil ich das heute auch das Thema mit einer Coaching-Klientin hatte, vielleicht nochmal. Es gibt das Human Design. Darüber habe ich schon mal ein bisschen was erzählt. Jeder Mensch von uns ist einzigartig,
konstituiert. Und wir haben alle unterschiedliche Arten, wie wir Entscheidungen treffen. Manche Menschen müssen da zum Beispiel unbedingt eine Nacht drüber schlafen, erst dann können die eine gute Entscheidung treffen. Bei mir ist es aber zum Beispiel so, ich habe ein sehr gutes Bauchgefühl, eine gute Intuition. Ich kann einfach Fragen stellen und kriege sofort, immediately eine Ja-Nein-Antwort. Und ich habe mir vor ein paar Monaten angewöhnt, das einfach bei allem zu machen. Früh morgens beim Aufstehen trinke ich einen Tee oder trinke ich einen Kurwach? Also ich frage, trinke ich heute Morgen Kurwach? Nein. Okay, trinke ich heute Morgen grünen Tee? Ja, zum Beispiel. Wo fahre ich lang? Rechts oder links? Kaufe ich mir dieses Stück? Ja oder nein? Bei allem und eben auch bei wichtigen Entscheidungen. Bewerbe ich mich für diesen Job? Ja, nein. Alles einfach so zu treffen. Und es ist so einfach. Es ist so viel einfacher. Ich zerbreche mir auch den Kopf nicht mehr darüber. Ich lasse das auf diese Art und Weise entscheiden und dann steht diese Entscheidung und fertig. Ich denke nicht mehr ewig lang über Entscheidungen nach, weil ich weiß, dass es eh die richtige Entscheidung ist, auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht verstehe oder es mich vielleicht unwohl fühlen lässt, weil es mich aus meiner Komfortzone bringt oder. Aber es macht es so viel einfacher, Leute, wenn ihr auf euch selbst vertraut und eure Entscheidungen dann nur noch nach eurem Human Design Typ trefft. Und da kann ich euch nur Yvette empfehlen, die macht immer meine Human Design Readings, auch wenn man dazu bestimmten Themen Fragen hat. Verlinke ich euch ihr Instagram-Profil mal unten in der Infobox. Und was ich euch vorhin noch erzählen sollte, und das habe ich auch bei Yvette gemacht. Also Yvette ist meine Expertin für Human Design und Theta Healing und alles, was so Energiearbeit ist. Und ich hatte so ein Thema in meinem Alltag, das hat mich immer so eingenommen, gefühlsmäßig. Dann habe ich permanent daran gedacht, das hat Stunden meines Tages in Anspruch genommen und ich wollte es nicht mehr. Ich wollte mich von einer Thematik nicht mehr so stark beeinflussen lassen. Ich habe gesagt, hey komm, wir müssen dazu mal Theta Healing machen. Und das haben wir gemacht am Freitagabend. Und es war so krass. Wir sind auf den Kern des Problems gekommen, also auf den Kernglaubenssatz, den ich in mir trage, der mir diese Thematik so schwer gemacht hat. Und dann hat sie durch Theta Healing diesen Glaubenssatz ersetzt durch einen neuen positiven. Also man macht dann auch Kontrollübungen, um zu schauen, ist dieser neue positive Glaubenssatz integriert. Und ich kann euch sagen, ich spüre das jetzt schon. Ich bin erschrocken manchmal, wie easy peasy das ist. Und wenn ich daran denke, wie ich früher darauf reagiert hätte, auch gefühlsmäßig, was es mit meinem Körper gemacht hätte, krass. So krass. Leute, macht das unbedingt. Es hat bestimmt auch Auswirkungen darauf, also was das auch noch beeinflusst positiv, das wollte ich sagen, dass ich seit Monaten extrem stark mit meinem Nervensystem arbeite. Also wieder lerne, mein Nervensystem besser zu regulieren, damit das wiederum mein Körper besser regulieren kann. Hat bestimmt Einfluss darauf. Aber das hat mir schon so sehr geholfen. Also alles, wo ihr so sagt, ich habe da schon dran gearbeitet, ich kriege das nicht mehr hin oder das ist so tief in mir drin. Oder auch so Themen, wo ich sage, ey, von Verstandsebene weiß ich, dass es Quatsch ist, sich so stark davon beeinflussen lassen zu lassen. Aber es passiert einfach trotzdem. Macht so eine Theta-Healing-Sitzung mit Yvette. Hat 45 Minuten, glaube ich, gedauert. Und hat alles verändert. So krass, für mich so leicht und ich bin da so dankbar für. Also da unbedingt ganz, ganz große Empfehlung. Wie gesagt, ich verlinke euch ihr Instagram-Profil unten in der Infobox. Wer kein Instagram hat, für den finde ich noch irgendwas anderes, wie er sie kontaktieren kann, glaube ich. Oder der kontaktiert mich, dann kann ich auch eine Handynummer auf jeden Fall weiterleiten. Also das ist so, bin so dankbar für diesen Menschen, der mir da so krass hilft und dass es überhaupt diese Möglichkeiten gibt, dass ich diese Möglichkeiten kenne, dass ich diese Möglichkeiten für mich ausprobiert habe und dass die mich so stark krass in meinem Alltag unterstützen und mir helfen. Und jetzt mache ich mich auf den Rückweg zu meinen Kindern und mein Nachmittagsplan ist ins Wasser gefallen, weil es regnet, es hört auch gar nicht auf. Und es wird wohl heute ein Brettspieltag. So viel Tag ist gar nicht mehr übrig, aber ja. Heute ist hier echt gar nicht mehr viel passiert. Ehe wir dann wieder zu Hause waren, hat sich jeder so für sich zurückgezogen, gerade eine Stunde. Und jeder hat so seins gemacht. Ich habe mich um meine Kopfschmerzprävention gekümmert. Und ich habe meditiert. Und wollte euch gerade nochmal mein aktuelles Buch zeigen. Und zwar von Hannah Grace lese ich gerade Icebreaker. Ist auch nicht mehr viel. Ich hatte erst überlegt, es heute Abend zu beenden.
aber mir ist heute Abend tatsächlich mal nach einem Film. Ich habe sonst eher selten Lust, einen Film zu gucken und dachte, ich möchte das mal ausnutzen. Und dann lese ich das morgen erst zu Ende. Geht um einen Eishockeyspieler und eine Eiskunstläuferin. Ist ein sehr empfehlenswertes Buch, macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Wen so dieser ganze Buchcontent interessiert, der kann gerne meinem Buchkanal folgen. Den verlinke ich euch unten in der Infobox. Und wir werden jetzt einfach nur noch Essen holen fahren. Chinesisch. Und dann zeige ich euch noch ein bisschen was von meiner Abendroutine, weil ich, oder ich werde es euch zeigen, ich werde es euch davon erzählen, wahrscheinlich eher, möchte mich jetzt nicht unbedingt dabei filmen, aber heute merke ich, brauche ich ganz bestimmte Dinge, ganz bestimmte Sachen, die mir gut tun, und da möchte ich euch heute noch so ein bisschen mitnehmen, was konkret das ist, warum ich das mache und so weiter und so fort. So, einmal tief durchatmen. Wie gesagt, der Anruf, den ich heute bekommen habe, das war echt scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Und das hat eine Stressreaktion ausgelöst. Deswegen nehme ich mir jetzt noch mal eine halbe Stunde Zeit für mich. Und da wollte ich euch so ein bisschen mitnehmen. Was ich jetzt schon gemacht habe, ist, dass ich ätherische Öle genutzt habe. Die habe ich mir jetzt gerade schon auf dem Körper aufgetragen. Man sieht auch, dass ich fertig bin. Die habe ich mir schon auf dem Körper aufgetragen und habe auch noch einen Diffuser gerade angemacht. Was ich jetzt ganz konkret tun werde. Ich werde beginnen, mit meinem Vagusnerv zu arbeiten. Darum ging es auch im letzten Video. Der Vagusnerv und warum man den stimulieren sollte. Ganz kurz vielleicht. Der hilft uns, uns zu entspannen. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel Yoga macht, meditiert, autogenes Training und ihr merkt, boah, so richtig fallen lassen, so richtig entspannen kann ich mich dabei nicht oder gerade im Moment ist es schwierig, dann empfehle ich euch, dieses Video zu gucken und euch mal kurz über den Vagusnerv zu informieren und ich erkläre dort auch, wie man den stimulieren kann. Damit starte ich 5 Minuten und werde dann noch ein bisschen tönen. Es geht jetzt schon ein bisschen tief rein, aber bestimmte Töne, die man macht, haben durch den Schall, durch den Klang eine Auswirkung auf den Körper. Das werde ich dann noch ein paar Runden machen. Und dann werde ich Somatic Practice betreiben, werde mit meinem Nervensystem arbeiten. Auch dazu vielleicht kurz, woran ihr vielleicht merkt, dass euer Nervensystem überlastet ist und dass es selbstständig nicht mehr schafft. So Anzeichen können zum Beispiel sein, ihr schlaft schlecht, ihr seid ganz viel am Handy so zur Ablenkung, da sind wir wieder beim Video über das Scrollen, ihr habt Magen-Darm-Probleme, Kopfschmerzen, chronische Verspannungen, natürlich diese ganz konkreten Stresssymptome, also dass man sich gestresst, unruhig fühlt, sich nicht gut entspannen kann, immer so angespannt und unruhig ist. Das können alles Anzeichen sein, dass euer Nervensystem überlastet ist. Und von den meisten von uns ist das Nervensystem überlastet, wenn man sich nicht ganz konkret schon eine ganze Weile damit auseinandersetzt. Und da gibt es verschiedene Praktiken und Übungen. Und ich habe einfach so für mich über die Monate das rausgesucht, was für mich gut funktioniert, womit ich mich wohl und gut fühle. Und das werde ich dann auch noch so eine Viertelstunde machen. Einfach jetzt. Von außen nehme ich das in die Hand, meinen Körper dabei zu unterstützen, zu entspannen und sich selbst wieder zu regulieren. Neurogenes Zittern wäre jetzt zum Beispiel auch eine gute Idee. Da entscheide ich einfach immer so aktuell, was möchte ich machen, was braucht mein Körper. Da sind wir wieder bei dieser Entscheidungsfindung. Auch da, hey, möchte der Vagusnerv aktiviert werden? Ja, nein. Neurogenes Zittern? Ja, nein. Somatic Practice? Ja, nein. Und ich würde sagen, ich habe so einen Kasten von wahrscheinlich 10 Tools ungefähr, die ich regelmäßig nutze, wo ich dann immer spontan entscheide, das brauche ich heute, das brauche ich heute auch. Darauf habe ich heute Bock oder danach sehnt sich mein Körper. Und die Zeit muss ich mir jetzt noch nehmen. Möchte ich auch, weil ich mich wieder in mir sicher und in mir gut und wohl fühlen möchte, in mir zu Hause fühlen möchte, dann noch einen guten Abend haben möchte und vor allen Dingen einen guten Schlaf und damit einen guten nächsten Tag. Und dass nicht die Ereignisse von heute
die nächsten Tage überschatten. Und das würden sie, wenn ich mich nicht aktiv darum kümmern würde und damit auseinandersetzen würde. Das soll es für heute gewesen sein. Damit beende ich diesen Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine relativ spontane Idee, das zu machen. Lasst uns wieder super gerne in den Kommentaren austauschen. Habt ihr Fragen zu dem Gesagten, selber Impulse, Erfahrungen, die ihr gemacht habt? Und vielleicht wieder so eine Frage für den Algorithmus. Etwas, was jeder von euch beantworten kann, um mich hier mit dem YouTube-Algorithmus zu unterstützen, wäre: Wie geht's dir gerade? Jetzt in diesem Moment, wo ich dir diese Frage stelle, wie geht es dir jetzt gerade? Ansonsten unterstützt mich gerne, indem du das Video likest, einen Daumen hoch gibst, meinen Kanal abonnierst, wenn du das noch nicht getan hast, gerne kommentierst und meine Videos mit anderen Frauen, Mamas teilst, denen die Inhalte gut tun würden. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Tschüss!